Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 auf dem PC auf der Saxonia. Ja, hier unser Fahrer, der uns ein bisschen Rätsel bereitet, wo er lang fährt. Oder der hat hier einen Vertrag mit der Raffinerie, dass er Sprit verfahren muss. Andere Variante gibt es ja gar nicht. Also angeguckt heißt mir natürlich noch nicht, ist ja klar. Ist eine Aufnahme, die ich hier mache. Muss ich dann mal auf einen anderen Spielstand machen, muss ich ehrlich sagen, weil dann müsste ich mir Strecke anschalten, mal drin sitzen bleiben und mitfahren. Ob man dabei sieht, warum er nicht drüben zurückfährt, weil er so riesen Umweg fährt. Bäckerei, ja, schöne Produktion, aber leider haben wir die alle noch nicht im Betrieb hier oben. Ja, müssen wir gucken, deshalb müssen wir uns hier ranhalten. Da sehen wir unten schon, dass unser John Deere angekommen ist. Dort kriegt man nämlich auch ein bisschen Geld. Ach, jetzt, wo ist denn der jetzt hin? Das geht, glaube ich, so rum schneller. Den habe ich doch einfach losgeschickt hier. Eigentlich war der Plan, oben unten eine Vorgewende zu machen. Ja, ja. Fährt er nicht weiter, ist voll. Es gab doch keine Meldung. Ach so, nee, klar, er fährt ja mit. Ja, Meldung steht hier unten da. Abfahrer ist nicht da, okay. Ja, wie wir sehen, es wird schon langsam dunkel. Also, wir, weiß ich nicht, also Nacht werden wir auf alle Fälle schlafen. Und das, was wir nicht geschafft haben, also Ansehen, habe ich mittlerweile aufgegeben, dass wir es noch schaffen. Erstens ist der Kalksteuer nicht fertig, wie wir eben gesehen hatten. Wir hatten ja kurz durchgeschaltet. Der fährt ja auch noch. Und dann fangen wir halt nächsten Früh an mit Ansehen. Beziehungsweise, ja, wir bräuchten ja mindestens den Trecker hier zum Ansehen. Ob wir dann die Pronto 9 nehmen oder, meine gut, die Pronto würde reichen hier für die kleineren Felder selbst, was jetzt hier Feld 23 und 2 ist oder was wir zusammengelegt haben. Selbst da würde ich bloß mit der Pronto weitermachen. Dass wir dann wirklich die Amazone auf den richtig großen Feldern nehmen. So, den lassen wir jetzt einfach mal hier stehen, bis die hier fertig sind mit ihren Hopfen. So, hier machen wir noch ein bisschen Geld, aber es ist eben wirklich, ja, schade. Eigentlich dachte ich ja, dass wir genug Geld zusammenkriegen. Ja, eventuell noch ein Feld, aber das sieht nicht ganz so aus. Das sieht nicht ganz so aus, als würde uns das gelingen. So, zurück zu 43. Wir fahren schon mit Licht. So, auf 43 muss hier irgendwo unser LKW rumstehen. Das werden wir jetzt hier mal weitestgehend wegsammeln. Ja, vom Wasserfahrer haben wir auch nichts gehört. Den hatten wir ja gestern losgeschickt, testweise hier. Entweder steht er am Beladepunkt. Oder Produktion ist voll, ne? Könnte man sagen. Eine LKW-Ladung Felselage wollten wir auch runter in die Scheune bringen. Und noch eine in die BGA. Ja, oder bringen wir keine in die Scheune. Wir hatten gesehen, wir brauchen ein bisschen Silage auch bei den Kühen. Aber wir brauchen auch Geld.
Schon mal abladen anmachen. Wollen wir hier bei voller Fahrt abladen drücken, möchte ich nicht wissen, wo wir die Ballen wieder suchen können. Die sind ja runde, die werden wegrollen. Dann könnten wir eigentlich mit dem Wasserfahrer, wenn der fertig ist, also wenn der fertig ist, auch der Trailer voll mit Wasser, ne? Boah, wo wären wir das los? Heute. Dann könnten wir ja eigentlich den gleich noch losschicken, Gärreste holen. Müsste ja wenigstens auch ein, zweimal fahren noch vor der Nacht. Dann müssen wir zwingend eigentlich noch Produktion abklappern. Aber das schaffen wir da gar nicht mehr alles. Schaffen wir gar nicht an. Eigentlich soll so ein Hänger voll Silage auch noch eine BGA. Jetzt müssen wir mal gucken, wo unser. Da ist er aus. Ach ne, der holt noch fleißiger Kompost. Also, das funktioniert erstmal. Dort steht schon mal keiner, das ist schon mal gut. Das ist schon mal von Vorteil, weil er kommt gerade hier an. 169, kommen wir genau richtig. Er müsste doch jetzt mithaben 32.000. Ah, die passen nicht rein. Da bleiben 5 Liter Wasser drin. Ne? Er schaltet um. Hier vorne die Strecke wird auch schon, dass er einlenkt. Also tipptopp. Also ich muss sagen, funktioniert. Wie gesagt, ist Autodrive 1070-36, also die Entwicklerversion, nicht der offizielle Release. Ist ja immer nach wie, also Stand Aufnahme bei mir, ist es ja Release immer noch die 7.0, was offiziell released wurde. Ja, aber hier kriegt man eben keinen Tabak mehr vor Nacht. Und wie sieht es mit Wachstum aus? Ne, das kommt alles. Wird alles nicht. Gut, der ist ja beim letzten Stück Kalk noch. Das schaffen wir auch. Sehen. So, wie viel wird er jetzt los hier noch? In 200.000 passt ja rein an Wasser, ne? Wasser voll und nur 1900 Liter. Den nehmen wir erstmal raus. Er bringt ja noch mal Kompost. Gut so. Und dann gucken wir mal, ob wir den Kalk, das Wasser noch bei den Kühen loswerden. Könnte mir vorstellen, ja. Und dann schickt man den zur BGA Gärreste holen und eine Düngerproduktion. Wäre das hier erstmal am Hof so weitestgehend geregelt? Beziehungsweise müssten wir unseren Kompostfahrer abfangen. Dann wären wir alles los. Jawohl, das passt soweit aus. So, wie gesagt, der fährt jetzt zur BGA. Produktion BGA. Gärreste. Und
Tierreste müssen natürlich in die Düngerproduktion. Und es müssen natürlich Gärreste werden. Oh, hier kämpfen sie schon wieder miteinander. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob man den gleich... den werden wir gleich hier stehen lassen. Richtung Feld 8, weil das müsste ja nach der Nacht auf alle Fälle erntereif sein, der Tabak. Und der muss ja dringendst in die Pflanzenschutzproduktion. Den lassen wir einfach mal hier stehen. Dann brauchen wir den. Achso. Müssen wir schon richtig ansetzen, dann fährt der Helfer auch. So, dann wollten wir unseren Kompostfahrer abfangen. Der wird natürlich schon wieder am Kompost sein, oder? Nee. Da gucken wir nochmal was, vorsichtshalber. Düngerfabrik. Nochmal an Kalk da. Die Frage, wie viel wir in die Pflanzenschutzproduktion fahren können. Meine, so viel schafft er nicht. Gucken wir nochmal. Kriegt er nochmal eine Ladung Kompost? Ja, doch, eine nehmen wir noch mit. Den nehmen wir trotzdem hier schon mal raus. Zack, den stellen wir schon mal um. Produktion Dünger. Kalk beladen. Und den Kalk wollen wir Pflanzenschutz ausladen. Und nicht mehr Kompost, sondern Kalk. Den schaffen wir hier noch selber weg. Und dann schicken wir den los. Nein, wir haben ja sowieso keinen Tabak da. Da kann er jetzt hier ein bisschen fahren noch. Ich meine, er muss ja ein Stück, wenn er 5, 6, ja 5 mal gefahren ist, hat er 100.000 oder 105.000 geholt. Das ist dann erstmal so, denke ich mal, ausreichend und mehr wird er nicht schaffen. Jetzt ist es 19.40 Uhr, wenn wir dann wirklich Nacht überspringen, ja, schafft er dann nicht. Na gut, ist jetzt ist noch nicht viel drin, ist alles richtig, aber ich sag mal, wenn jetzt noch ein bisschen Gärreste dazukommen, das passt dann schon. Dann müssten wir eigentlich unten an der Düngerproduktion mal gucken, wir hatten ja Mist hingefahren. Wir könnten hier eigentlich gleich ein bisschen Dünger mitnehmen. Nehmen wir noch 10.000 Liter Dünger mit. Und dann stellen wir nochmal um, dass er bloß hinfährt. Und zwar Dünger ausladen. Dünger ausladen heißt ja dann. Ja klar. Dünger ausladen heißt, wird ja dann wieder Pflanzenschutz, Saatgut produziert. Denn wir hatten doch eine Ladung.
Saatgut. Ich hab den Trigger nicht. So, Saatgutproduktion. Ach ne, wir haben noch keinen Weizen hin. Das ist blöd. Und Dünger wurde jetzt schon produziert, 8000 Liter. Muss ja am besten ja auch noch ein bisschen irgendwas. Was brauchen wir? Weizen? Weizen, Gerste oder Dinkel? Wenn, dann haben wir bloß Weizen oder Gerste. Dinkel ist 0. Weizen hätten wir. Wer soll denn das noch hinfahren? Na, ist jetzt egal. So, unser Kalksteuer ist fertig, würde ich sagen. Ach, 0,7%. Erstmal Abfahrer entlassen. Dann kann er einfach Parkplatz 1 nehmen, das ist neben der Halle. Brauchen wir da nicht reparieren, den Kalkstreuer. Er wartet hier nach wie vor auf den Abfahrer, der kommt doch dort schon. Der hat ja noch ganz schön viel zu machen. Er hat jetzt schon erledigt. Wir haben jetzt schon 54% erledigt. Oh, wir haben viele Kartoffeln übrig. Aber hier oben sieht man, geht es nicht so richtig vorwärts, weil der Abfahrer so lange unterwegs ist. Ach so, genau. Er hat ja hier einen letzten Hopfen weggebracht. Den können wir dann gleich mal rausnehmen. Den schicken wir dann natürlich zum Hofsilo. Da haben wir doch schon einen Trecker, den wir brauchen. Im Hofsilo beladen. War ja zwei Paletten Bier schon fertig. Eins. So, Leerpaletten 20.000, da hat man hingefahren 6 Paletten A 4.000, ne? Wo ist denn jetzt der Trigger hin? Ach Mensch. Wo ist denn der jetzt wieder weg? Doch nicht mehr auf. Mal hier gucken. 184.000 Hopfen, 98.000 Gerste, Malz 48.000. Malz haben wir noch. Ja gut. Ja, aber der Nacht werden wir da schon kommen. Müsste eigentlich reichen. So, er fährt jetzt hier zum Getreidehandel. Na ja, gut, dass es hier bloß eine Strecke reinkippt, ist mir klar. Kalkstreuer ist zurück. So, also Feld 20 ist so umgesprungen, das funktioniert erstmal soweit. Entweder kann er jetzt hier vorne nicht rechts abbiegen. Doch, gäbe es.
Also jedenfalls erstmal eine Strecke eingefahren. Aber er fährt, doch er fährt rechts rum. Und das ist jetzt verkehrt, was er macht. Warum biegt denn der jetzt hier ab? Die Straße nach oben sieht erstmal soweit gut aus. Weil ich werde jetzt eigentlich geradeaus hochfahren Richtung Feld 36. Und dann kann es natürlich dort scheitern, dass dort kein Weg rechts rum ist. Das wäre so für mich die einzige Erklärung. Dass er deshalb sagt, ich muss unten rumfahren. Aber mir fällt 19 gemacht haben, hat das doch auch von. Oder haben wir es dann noch nicht mitgekriegt, dass er da auch schon so ewig unterwegs war? Ich weiß ehrlich gesagt den Grund nicht, warum er vorher abbiegt. So, bis hierher sieht das eigentlich erstmal optisch gut aus. Ich meine, ob die Punkte jetzt alle gestimmt haben, das weiß ich natürlich nicht. Dass die Pfeile dann alle in eine Richtung gehen. Jetzt müsste es auf jeden Fall rechts rumgehen. Das macht es theoretisch auch. Ja, der Fehler eigentlich nur weiter oben kommen. Jetzt in die BGA. Und dann müsste es ja hier oben rechts rum Richtung Feld 20 gehen. Ah, hier fehlt ein Stück. Hier fehlt ein Stück. Deshalb kommt er hier nicht recht, nicht weiter. Verbinden. Dann können wir wieder einstellen. Deshalb fährt er natürlich dann, wenn wir jetzt hier auf der Karte gucken, ist ja jetzt hier, deshalb will er hier drüben die Straße, die Brücke hoch, und dann ist natürlich von hier aus über den Hof dorthin zu kommen auf die Brücke, ist natürlich kürzer, ist mir klar. So, er war hier auch angekommen, er kriegt natürlich Weizen. Die 40.000, dann wieder 38.000 haben wir Saatgut schon produziert, 40.000 dazu,
Dann müssten wir eigentlich alle Felder von uns ansehen können. So, der soll dann fahren zur Düngerfabrik. Getreide ausladen. Dann war ja der andere angekommene Düngerfabrik. Da vorne steht er. Jetzt weiß ich gar nicht, haben wir hier nicht schon mal versucht, Kalk zu holen? Passt der Trigger für einen Kalkbeladen? Ich glaube, der passt doch nicht, ne? Fährt hier nicht los, warum nicht? So, Kalk beladen, Pflanzenschutz ausladen mit Kalk. Aber auch der Kalktrigger passte hier hinten nicht richtig. Nee, doch, das sieht gut aus. Ja, da ist nicht losgefahren, wenn wir das schon mal machen wollten, Kalk umlagern, ne? Der Kalk beladen ist noch auf grün. Und müsste eigentlich, wenn er voll ist, müsste umspringen, auf Pflanzenschutz ausladen und losfahren. Also, da sehen wir es ja nicht, ob es umspringt. Wird grün und er fährt weiter. Und er wird jetzt hier langsam, weil er an Trigger noch vorbeifährt, langsam lang vorbeifahren, aber das ist zwar egal. So, er wartet hier auf den nächsten Drescher. Aber wir haben erst 52% von Feld 56 abtransportiert, haben aber die Mission schon zu 59% erledigt. Oh, Big M hat's Ende der Route erreicht. Das haben wir ja total. Ja, gestern hätte ich beinahe gesagt. Aber jetzt im Dunkeln hier die Restgrashaufen einsammeln, macht auch euch weg. Achso, bei der nächsten Saison wollen wir hier eh Schwad machen. Aber was wir natürlich machen, Beispiel nehmen wir das schon mal mit. Machen wir jetzt noch den einen Ballen voll. So, wir sammeln wir hier noch ein. Wenn wir das nächste Mal Schwad machen, kommen wir ja mit dem Sammelwagen, dann müsste das ja auch eingesammelt werden. Tja, und theoretisch hätten wir viel mehr Silage verkaufen können. Ach so, es muss unbedingt noch eine Packung Silage in die BGA. Die müssen wir auf alle Fälle noch hochfahren. So, der Kurs kann raus, das kann aus und er fährt zum Waschplatz. Denn Presse ist ja zu 82% kaputt.
Nehmen wir mal die 2. So, dann brauche ich einen LKW. Er ist ja fertig. Übersichtskarte. Da vorne hat er ein Stück vergessen, hat er fast geahnt. Er stört sich, der Standardhelfer stört sich da vorne an den Bäumen wahrscheinlich, aber ich werde sie nicht wegmachen. Was ist denn so? So, er fährt dann zum Hof Waschplatz 1, ist noch eingestellt, kann er hinfahren. Das ist der Trecker. So, Fruchthandel. Oh, er holt Gärreste. Also es kann nicht das erste Mal sein. Er muss schon mal da gewesen sein. Das sehen wir ja ganz einfach. Oh, wie viele Gärreste haben wir noch drin? Ja, Gärreste werden weniger. Sieht gut aus. Aber hier ist natürlich nichts mehr drin. Ne? Wir hatten ja schon mal eine Ladung hergefahren. Ne, ist noch ein bisschen was drin. 78.000 noch drin, okay. Dann machen wir aber trotzdem. Eins, dass wir. Ja. Den noch zur BGA schicken. Oh, wir sind ja schon wieder bei 33 Minuten. Den schicken wir nicht mehr zur BGA, den schicken wir morgen los. Aber, ja. Nee, doch, den schicken wir morgen los. So, der fährt dann morgen zur BGA und wenn wir dort ankommen, dann werden wir ganz einfach die Nacht überspringen. Aber die Ladung hauen wir noch in die BGA rein, dass wir da auch noch Gärreste produzieren. Also ich sag mal, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.